ein kurzes Vlog, damit diese Woche überhaupt ein Video von mir online kommt. Dummerweise habe ich die Kamera im Büro liegen lassen, daher dieses Vlog gerade mal eben mit dem Camcorder, auch wenn die Qualität da nicht ganz so toll ist. Ja, und ich will jetzt einfach mal ein ganz kurzes Vlog raushauen, damit die Woche überhaupt noch irgendwo was kommt. Ja, das letzte mein Eröffnungsvideo für den Kanal, das offizielle Eröffnungsvideo, ist ja jetzt schon wieder über eine Woche alt. Wobei ich da auch länger gebraucht habe, das zu schneiden und hochzuladen, als ich tatsächlich ursprünglich gedacht habe. Insofern, das muss jetzt schneller gehen. Ja, warum ich nicht dazu kam, irgendwas weiteres zu machen, liegt an Zahnschmerzen. Ich habe nämlich vergangene Woche Donnerstag morgens plötzlich heftige Zahnschmerzen überkommen. Die wurden Freitag so heftig, dass mir mein Zahnarzt kurzfristig eröffnet hat, dass er plötzlich mal eine Wurzelbehandlung vornehmen mag. Katze! Ja. Große Frage für mich war dann natürlich mal wieder, zum einen, warum habe ich solche verdammte Angst vor dem Zahnarzt? Ja, also, das ist jetzt seit 40 Jahren das erste Mal, dass irgendwas mit meinen Zähnen ist. Und das ist jetzt halt auch bloß irgendwie alte, dumme Füllung raus und mal so ein bisschen Wurzel behandeln. Naja, okay. Und warum mache ich mir so einen Kopf wegen ein bisschen Zahnschmerzen? Also, naja, okay. Die Katze hockt während ich gerade Video. Die ganze Zeit. Katzen sind echt unglaublich. Ja? Katzen sind echt unglaublich. Die ganze Zeit liegt dieses Vieh hier faul durch die Gegend und macht gar nichts und schläft. Ist eigentlich bloß so. Ich liege hier faul durch die Gegend und jetzt fange ich an, hier noch ein Video aufzunehmen. Dann nimmt er das zum Anlass und tobt wild durch die Gegend. Echt unglaublich. Ja. Kannst du das morgen früh machen? Ich aufstehen muss. Bestie. Naja, okay. Also, wie gesagt, morgen Zahnarzttermin und ich habe mich mal wieder gefragt, warum habe ich eigentlich solchen Schiss vor dem Zahnarzt, obwohl mir ein Zahnarzt bislang noch nie wirklich irgendwo was getan hat. Ja, die einzige wirklich negative Erfahrung, die ich mit einem Zahnarzt gemacht habe, ist, dass mir mal so ein Zahnarzttyp knapp 800 Euro abgeknüpft hat für vierpopliche Füllung. Und ich bin überhaupt bloß zu diesem Zahnarzt gegangen, weil meine damalige Freundin gesagt hat, wir müssen unbedingt zu diesem Zahnarzt, der ist so toll und der hat so eine schicke Praxis. Und als ich mich dann hinterher beschwert habe, dass er mir ohne Ankündigung einfach so viel Geld abnimmt. Ja, normalerweise müssen Zahnärzte nämlich sowas wie einen Behandlungsplan entwickeln, bevor sie tatsächlich mit kostenpflichtigen, also für den Patienten kostenpflichtigen Behandlungen anfangen. Weiß ich aber auch erst, seitdem mich dieser Kerl dann entsprechend mit einem Mahnbescheid auch noch belangt hat, weil ich nämlich 6 Cent auf seiner Rechnung zu wenig überwiesen habe. Das war so der nächste Hammer. Nein, ich lasse mich jetzt nicht dazu hinreißen und sage den Namen. Könnt mich aufregen über solche Typen. Na, auf alle Fälle meinte meine damalige Freundin, nachdem ich mich beschwert hatte, ja, ich gehe eigentlich auch nicht gern zu dem, weil ich habe dann immer irgendwelche Schmerzen an den Zähnen oder am Zahnfleisch oder irgendwie was. Und als ich sie gefragt habe, ja, aber warum musste ich dann unbedingt zu dem Zahnarzt, weil der so toll ist, hat sich herausgestellt, er hat eine Zahnarzthelferin, die den Namen ihrer Nichte trägt. Frauen sind manchmal so irrational. Hat eigentlich nichts mit meiner Angst vor Zahnärzten zu tun. Aber ich glaube, die Angst vor Zahnärzten liegt irgendwo auch in meiner Familie. Wenn ich mir das Theater vorstelle, das mein Bruder immer macht, wenn es zum Zahnarzt geht. Auf alle Fälle vergangene Woche Zahnschmerzen. Erzähle ich jetzt, glaube ich, zum 2 Millionsten Mal. Over 9000!
Scheiße. Ah. Ja, was wollte ich jetzt eigentlich erzählen? Oh Mann, ich soll vielleicht beim Thema bleiben, wenn ich flog. Vergangene Woche mit meinen Zahnschmerzen hatte ich natürlich auch die ganze Zeit immer so meine Mutter gedanklich im Nacken. Das sind nur Zahnschmerzen, Sohn. Stell dich nicht so an. Dafür war die Zahnarzthelferin aber richtig süß, die dann gemeint hat, ja, machen Sie sich nichts draus, Zahnschmerzen sind immer die Hölle. Sie haben da recht, dass sie sofort kommen und das nicht rauszögern. Tja, sowas muss man sich dann auch mal von einer 22-Jährigen sagen lassen. Auch einer hübschen 22-Jährigen insofern. Das heißt aber... Katze! Das heißt aber, ich gehe morgen früh zum Zahnarzt und werde dann wahrscheinlich auch für den Rest des Tages zu nichts zu gebrauchen sein. Naja, okay. Vielleicht schaffe ich es aber wenigstens nachmittags, mich noch irgendwo leidend an den PC zu setzen und die Videos, die ich angefangen habe, dann soweit fertig zu drehen. Ich habe hier schon einige Sachen in der Pipeline, die, wie ich finde, ganz interessant werden. Erstens arbeite ich nämlich an dem Video zum Thema Arbeiten bei Amazon. Da gab es ja bei der ARD letzthin so eine hübsche Reportage und ich weiß nicht, irgendwie kam mir das wie der Verdi-Werbefilm vor, zumal ich da auch so ein paar journalistische, darf ich es Fehler nennen oder Mängel? Naja, also Ungereimtheiten entdeckt habe. Da ich zu dem Thema auch eine relativ unpopuläre Meinung vertrete, wie so häufig, nehme ich das als Auftakt, einfach mal so eine kleine Videoserie zu starten mit dem Titel Meine unpopuläre Meinung. Ich bin mal gespannt, wie das in der Welt aufgenommen wird. Wahrscheinlich sind die einzigen Reaktionen, die ich darauf bekomme, irgendwelche Hates und wie kommst du nur? Zweites Video, das ich geplant habe. Ich war vergangene Woche vor den Zahnschmerzen auf einem leckeren Kunstevent. Ich war nämlich bei Kali und Efi. Efi ist die Chefin von Mama, der Maultaschenmanufaktur. Und Kali, ihr Mann, als Künstler, nimmt das immer zum Anlass und veranstaltet 14-tägig mittwochs ein Maultaschen-Event. Da gibt es dann zum einen Maultaschen zum quasi Sattessen. Kunst rund um die Maultasche, also Kallis Atelier ist voll mit Bildern zum Thema Maultaschen, macht auch ständig irgendwelche Sachen, also aktuell hat er gerade einen ganz tollen Kalender für das Jahr 2013, schade, dass schon wieder Februar ist. Kunstliebhaber werden den jetzt aber sicherlich auch noch interessant finden. Ja, da habe ich Aufnahmen gemacht. Zum anderen ist meine Game Capture Hardware auch zwischenzeitlich gekommen, wo ich ein kleines Auspack- und Ausprobiervideo gedreht habe. Habe zwei Spiele, die unter Android laufen, mal gecaptured. Nämlich Ralph's A Game of Bombs. Und damit das Ganze auch noch einen Rahmen bekommt, einen Aufmacher und eine entsprechende Ausleitung. Also da gibt es noch ein paar Szenen zum Drehen für mich. Und das zweite Spiel ist auch aus der Freundesecke vom Paul, der nämlich auch sein Android-Spiel veröffentlicht hat, Sumatra. Das ist eigentlich ein relativ simples, aber sehr schnelles und lustiges Affenschwingspiel. Kann man das so nennen? Ich weiß gar nicht. Ja, ein Racer oder ein Geschicklichkeitsspiel ist es nicht. Also, ich bin mir über die... Es ist ein Action-Arcade-Spiel. Ja, darauf kann man sich, glaube ich, verständigen. Also,
es macht auf alle Fälle Spaß und ist auf alle Fälle wert, dass ich es A, review und auch mal so ein bisschen im Detail vorstelle. Weil sowohl Paul als auch Ralf haben beide verdient, dass ihre Spiele, die sie da produzieren und die kostenlos im Android Play Store zur Verfügung stehen, dass die auch ein bisschen Bekanntheit gewinnen. Vielleicht auch Feedback. Kommentarbox. Bin mal gespannt. Gut, bis dahin. Ciao.